Hallo, hier Darksaber mit Minecraft. Ja, beim letzten Mal haben wir dieses... Da ist immer noch was. Verdammt. Habe ich mich schon gefreut und dann ist es da immer noch was. Jetzt machen wir das mal schnell, das dauert eigentlich mal lange. Was zur Hölle. Ja, dann müsste dann vielleicht auch noch eine weitere Folge sein. Verdammt. Verdammt. Da habe ich mich so erfreut, dass es eigentlich zu Ende war. Da habe ich mich zu sehr erfreut. Mann. Toll. 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 Echt toll! So, wer ist noch? Silent Hill, ja? Viel mehr kann ich da aber überhaupt nicht mehr zu sagen. Also ich habe halt die ganzen Teile nicht wirklich auswendig. Den ersten Teil, den will ich mir sogar irgendwie dann nochmal kaufen und einfach mal spielen, weil... Das ist wirklich ein Klassiker, da lohnt sich auch einfach. Auch wenn ich die ganzen Hilfe gar nicht mehr im Kopf habe. Aber, ja, das würde ich noch anbekommen. Aber sowas zum Beispiel in modernerer Form würde nochmal richtig cool sein. Und auch wenn das mit dieser Grundidee, also dieser neuen Idee ganz cool war, nochmal wäre es mir lieber. Also nochmal ohne eine neue Interpretation wäre mir, also mit besserer Grafik wäre echt cool. Aber nach PT, nachdem sie ja sich da selbst zerschossen haben, ist es fraglich, ob da überhaupt noch was kommt. Also es wird wahrscheinlich nichts mehr kommen, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne? Es wäre schön, wenn noch was kommen würde. Ich würde mich freuen. Ah, naja. Da muss man sich halt ab und zu mal, wenn das in Zukunft dann überhaupt noch möglich ist, einfach mal so ein paar ältere Let's Plays anzuschauen und dann ist dann schick. Ja. So, da komme ich dann erstmal wieder zu Resident Evil zurück, weil das war ja eigentlich nur eine Überleitung von vor zwei Folgen gewesen. Ja, ach ja, da gab es ja auch. Also, da kann ich ja schon mal nochmal die Filme ansprechen. Da fand ich die Filme eigentlich auch alle relativ gut. Wobei der erste natürlich der beste bleibt. Der Rest ist dann immer mehr so: wir machen mal jetzt viel Action, viel Blut und Gemetzel. Aber immer weniger so Story-Relevanz, so ich mir so denke: so, ha. Hey, das hätte sich gelohnt, aber das ist irgendwie immer mehr untergegangen. Weil, also das letzte, weiß ich nicht mal, ob ich es mir kaufen irgendwann in Zukunft werde. Momentan habe ich das nicht das Geld dafür, das ist halt. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, gleich wird ein großer Donner kommen. Weil ganz ehrlich, das war nicht mehr gut. Keine Ahnung. Es hat mich nicht mehr beeindruckt, ganz ehrlich. Naja. Ach, das sage ich mir wahrscheinlich trotzdem. Ich kenne mich. Wenn mich eine Reihe irgendwie dann noch irgendwo beeindruckt hat, dann nicht. Und ich fast jeden einzelnen, also wirklich jeden einzelnen Film davor geholt habe, dann werde ich mir auch den letzten holen. Also. Was soll, also ganz ehrlich, an dem Punkt, was soll dann der Geiz, ne? So, wenn ich das hier weg habe, werde ich dann erstmal einen Cut setzen. Komm schon. Das Problem ist, ich kann auch nie sehen, ob jetzt hier ein Rockler dabei ist, weil ich gerade immer so ganz hektisch das immer mache, dass es kaum merkbar ist. Es sind jetzt keine krassen dabei gewesen, es ist wahrscheinlich einfach nur in der einen Welt gewesen, wo das immer wieder neu lernen musste, aber die bin ich wahrscheinlich immer an einem Punkt und deswegen ist es nicht so problematisch, I don't know. Aber ich werde trotzdem mal öfter, zumindest immer bei der Hälfte einen Cut setzen müssen. Das ist problematisch. So.
Dann mache ich einen kurzen Cut. So, da bin ich wieder. Und ja, dann machen wir erstmal jetzt hier endlich weiter. Also, ja, das hat mich halt nicht beeindruckt gehabt. Aber der allererste, der war. Den macht man. Den musste man einfach noch mögen. Gut, es wird bestimmt ein paar hin. Was ist denn das an Resident Evil? Ah, Gott. Leute, ganz ehrlich. Wer sich da aufregt. Und weil es wahrscheinlich nicht so ist, wie sich das manche so erdacht haben. Naja. Aber manche Kommentare finde ich dann dazu immer wieder lustig. Das war dann so, ich weiß nicht, den fünften Teil? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Und da kam dann einer und meinte, was ist denn das mit diesem Gegner? Der ist doch in den Teil, in dem Videospielteil da überhaupt gar nicht vorgekommen. Was? Was zur Hölle? Mal so zur Info. Die Gegner und so weiter, die gehen nicht nach dem Film. Also die Filme, also eher so gesagt, die Filme gehen nicht nach den Spielen. Weder die Location noch die Gegner noch sonst was geht nach den Spielen. Die sind einfach nur frei so gemacht worden. Ich verstehe nicht, wie da der Zusammenhang hergestellt wurde, aber anscheinend. Keine Ahnung, war es ein Anfänger. Ich meine, ich habe das nur ganz am Anfang gedacht, wo ich halt die Filme noch überhaupt nicht kannte. Aber als ich dann so die ersten Filme sah, dann war mir klar, okay, gut, das geht überhaupt nicht nach den Spielen selbst. Sondern es ist einfach komplett frei erfunden. Also nachdem erfundener Charakter Alice dazu kam, sollte eigentlich klar sein, dass dann der ganze Rest einfach nur erfunden war. Also, bis auf hier ein paar Stellen, vielleicht ein paar Locations, aber ansonsten. Naja, da denkt man sich so manchmal so, denken die Personen überhaupt darüber nach, was sie eigentlich da hinschreien? Aber hey, muss jeder selbst wissen. Okay, ansonsten kenne ich ja. Also ich kenne ja alle Resident Evil Teile. Ich habe versucht immer, also so viele Teile wie möglich mir anzuschauen. Also jetzt nicht zu spielen, sondern wirklich so Let's Play technisch anzuschauen. Aber ich habe nie alles geschafft. Ich glaube, ich habe immer so ungefähr nach der Hälfte oder so aufgegeben, weil es so immens viel ist. Und weil es dann doch immer so andere Let's Plays gab, die ich dann doch eher vorgezogen habe. Ah ja. Obwohl es wirklich interessant wäre, so einen kompletten Marathon so von A bis Z, also vom ersten bis zum letzten Teil, einfach mal Let's Play Technik einfach mal durchzuschauen. Allein das würde sich für mich persönlich schon lohnen. Oh, cool, nur noch 6 Sekunden. So, aber ich will noch eine Sache machen. Nehmen wir das. Ja. Jetzt will ich hier noch. Das kann durchaus sein, dass es die ganze nächste Folge auf sich nehmen wird. Aber jetzt wird erstmal. Das erkläre ich dann in der nächsten Folge am besten. Es ist nicht viel, aber. Es ist halt genauso wie hier, das ist eine Arbeit, die erstmal lange dauert, aber wenn man das hintereinander geht es eigentlich. So, ja, würde ich sagen, dies war es jetzt erstmal von dieser Folge von Minecraft. Eine Folge wird es jetzt noch in dieser Session definitiv geben,
Aber danach ist definitiv Sense. Da mache ich das lieber, die eine Folge lieber ein bisschen länger. Ja, mache ich auch. Danach kann ich echt ganz gerne. Ach, die Video schon wieder. Danach kann ich gerne dann wieder 15 Minuten Folgen machen. Und die werde ich auch schon mal auf 15 Minuten packen. Die nächste. So, dies war es erstmal von der Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Dark Saber. Bis dann.